So, meine lieben Freunde, da sind wir bei einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Bisektion und hier sind wir auf der, keine Ahnung wie die Route heißt, aber auf jeden Fall sind wir auf der Route und wollen weitermachen, genau, weitermachen wollen wir, weitermachen, genau, wir wollen einfach weitermachen. Ja, in der letzten Folge hat sich unser Swat, verdammter Tisch, ey. Ich nehme zu Hause auf und das ist mein Tisch, also ich habe jetzt, über meinem Tisch habe ich noch, unter meinem Tisch habe ich noch so ein Fach, so ein, meine Tastatur halt und die klemmt ab und zu, also nicht, dass ihr euch wundert. Ja, in der letzten Folge hat sich unser Otero zu Zwischenin entwickelt und hat Kalkling erlernt und wir wollen hier runtergehen. Oh, ich kann erstmal dieses N-Gear oder wie auch immer das heißt ausmachen, aber wir es im Moment nicht brauchen und auch in diesem Let's Play nicht brauchen werden. Genau. Soll ich den ansprechen oder nicht? Welchen haben wir nachher? Ich glaube, es ist der kleine vorne und deswegen ich habe aber Ryan. Okay, jetzt zeig mal, ich werde drinnen schon gelernt haben. Was lernt man so da drin in der Schule? Will ich nicht sagen, nein. Oh, Adventure. Hatte ich in meinem früher damaligen Pokémon Weiß Team auch? Ich glaube, es war Pokémon Schwarz, was ich mal gespielt hatte. Hatte ich auch drin. Adventure. Oder Adventure. Jetzt habt euch nicht so. Also, ja. Oder du, genau du. Du, der das Video sich anschaut. Geht immer in März, obwohl sich dieses Video wahrscheinlich keine Gruppe anschauen wird. Kann man so sagen? Ich glaube, das klingt doof, aber. Lassen wir das mal für Seite heute. Ja, ich nehme heute mal wieder ein paar Folgen auf. In der letzten Woche ist echt viel passiert, wirklich echt viel passiert. Oder fast mit dem Auto überfahren. Ja, das ist. Ja, das ist mal erwähnenswert, aber. Ich will jetzt auch kein großes Bomborium drum machen. Gut, ich lag halt dann zwei. Nee, also ich lag halt nur. Ja, 6-7 Stunden im Krankenhaus. War nicht ganz so witzig, weil ich nicht laufen konnte, weil mein Knie nur geprellt war. Also, hat mich von der Seite erwischt und ich war gerade beim Rad gefahren nach Hause. Aber ja. Bam, erwischt und lustig. Echt total lustig. Man sagt doch immer, dass man dann immer sein ganzes Leben vor allem abgespielt wird, wenn man in solchen Situationen ist. Ich sah gar nichts, ich sah bloß schwarz und bam, lag ich auf dem Boden. Genau. Ja, ich durfte dann am nächsten Tag ins andere Krankenhaus, weil die mich nicht krank schreiben durften. Da war ich beim Hautarzt und die konnte ich auch nicht krank schreiben. Jetzt bin ich halt noch. Ja. Bis Freitag. Also, ich meine, bis heute. Also, ich bin gerade am Freitag auf. Und ich hatte noch krank geschrieben. Achso, jetzt weiß ich, was er mir erzählt hat. In diesem. Krass. Krass. Nein, tauchen ab und zu zwei Pokémon gleichzeitig auf. Zum Beispiel jetzt. Taucht zum Beispiel ein Nagelot in einem Würgelgur. Da war ich mies. Auf und. Ja. Was ich sagen wollte. Können Sie Eisäscher und. Ich wollte mal die Kalklinge ausprobieren, wie die sich denn so machen.
eine schon nach Marina gehen. Ich glaube, das ist die schwächste Feuerattacke, die ich kenne. Ich glaube, sogar Glut ist stärker. Alles. Und die Pike killt das Dusingo. Hui! Das war nicht so geplant. Wenn ich das mal so sagen darf. Und eine Aquaknabe. Ich finde es immer seltsam, dass manche Pokémon, weil ich Aquaknarre müsste, ja. Ich glaube, Blubber ist sogar noch schwächer als Aquaknarre. Oder? Ich glaube schon. Ich glaub, sie hat nur so ein paar AP oder nee, AP. AP sind die Angriffspunkte. Ich glaube, da bringe ich immer was durcheinander. Ab und zu tauche ich halt auch stärkere Pokémon auf. Okay, ist jetzt nicht so stark, weil meine Pokémon ja wirklich überlevelt sind. Ja, kann passieren. Das wird sich in diesem Let's Play noch ändern. Dann werde ich überlevelt. Hab ich noch irgendwo einen Trunk übrig? Halber, ist das falsch? Einen Trunk habe ich noch übrig. Also da übrig. Anwesend. Und noch einen. Ich bräuchte mal ein neues Teammitglied. Jetzt will ich nicht mal kämpfen. Joa, ein Superball ist doch auch was Scheines. Was Scheines. Und das ist ein Erletzilber. Soll ich eins ins Team nehmen? Ne, ich nehme keins ins Team. Obwohl, doch, nehme ich ins Team. Was ist denn? Jetzt halt ich mal, Alter. Weiblich. Okay, mein, ich würde schon sagen, alle meine Pokémon sind weiblich. Das ist echt seltsam. Nein, aber wir versuchen es mal einzufangen. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn ja, dann. Hey. Genau. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Mein LC-Bar kann gut attacken und nicht gut attacken. Ich mag Elitzleber übrigens auch sehr gerne. Jetzt vielleicht nur ein Schleifern sein. Ach gut. Ich mich denn so beim Fangen anstelle. Und drinnen! Wir haben Elitzleber. Elitzleber wurde gefangen. Jetzt muss ich mir für ihn einen schönen Namen ausdenken. Es ist mir echt gar nicht so einfach, sich ein paar Namen auszudenken, weil die auch noch weiblich sind. Ich glaube, dass ich lasse das mal so. Na, gucken wir uns unser neues Teammitglied doch mal gleich an. Ich habe es. Wir können das jetzt hier nicht sehen. Sitzt noch nicht. Das hat einen schlechten Initiativewert. Ja, das erste Mal vorübergehend. Ich werde schon eh nochmal ein anderes
Mitglied reinholen, weil na, wir können nicht vorbei und deswegen. Um das kleine Pizza meistern muss man ja auf irgendwas machen. Ja, man zuhören, das ist super gut. Zuhören tue ich nie. Nein, Scherz. Aber ich höre manchmal zu. Ja! Also langsam, das frage ich mich auch, weil selbst an meinem PC, der langsam ist, von einem anderen Prozessor, einem schlechteren Prozessor, und bei meinem Laptop hier, also dem, mit dem ich aufnehme, hat einen Intel Core i5 Prozessor. Ich weiß nicht, kein Quad-Core oder i7 Prozessor, aber es geht. Man kann damit aufnehmen. Und ja, mein anderer, also mein PC, mein alter PC, meine, ist solide und hält durch und ja gut, hat ein Intel Core, Intel Pentium ist lahm, aber aber der macht bei dem Spiel keine Mucken, also keine Macken. Selbst bei Golden Sun macht dieser, das ist mein PC hier, mit dem ich gerade aufnehme, verdammt nochmal, keine Macken. Nur halt bei dem Spiel seit letzter Zeit irgendwie. Weil ich meine, ich nehme schon auf Speed-Taste auf. Das wäre jetzt Normaltempo. Und das ist nicht so geil. Nee, bitte. Ja, also auf jeden Fall, ich habe es erstmal Camera getauscht. Von Spannung halt. Das Stromstärke. Verdammt, ich habe gerade kein Lexikon da oder kein Dings halt. Was? Ja, ich verwechsel die beiden immer. Was ist nicht, das ist bei einer Elektrotechnik echt verheerend, wenn ich das verwechseln würde, aber ich bin gerade nicht in der Elektrotechnik unterwegs. Ja. Mal gucken, wie sich unser Swotpony schlägt. Das hatten wir ja bisher immer Glück mit den Gelsen, also gut, hat zwar einen schlechteren Initiativwert, aber dafür einen guten Angriffswert. Seltsamerweise hatte ich bei Grillmark genau dasselbe. Was ist Grill? Ja, das war Grillmark. Ja, mit den Fischen, das hat nicht mehr so ein. Bin ich jetzt nicht so per Du, also kann ich auch nicht alle auswendig. Bei den vierten, dritten und zweiten schon. Die kenne ich so gut wie alle auswendig. Aber die mit der fünften konnte ich mich irgendwie nicht anfreunden. Keine Ahnung wieso. Wir bekommen einen Aufwecker. Wir haben es doch kurz vor um 3. Ab und zu mal das Gefühl, dass ich zu weit weg von meinem Mikro bin und der das deshalb ein wenig langsam aufnimmt, aber nee, das wird sich nicht. Ach, das kannst du mir doch nicht zumuten. Gehen wir mal die nächste Stadt. 28. September. Das war. Nee, das stimmt nicht, Wir haben den 28. Junger Trainer aus Aven siegt über Mike Colin und Benny, die Arenaleiter von Union City. Wer ist das bloß? Ein Einstieg in die Welt der Promis.
besiegt hier in Rayuma City, was ich übrigens sehr hasse. Wieso hab ich September so, weil September City danach kommt? Ja, das kann passieren. Jetzt sind wir in... Komm nach. Kannst du mich nicht mal ausreden lassen? Junge. Nicht nur, dass du weitergehst, findest du das Pokémon Center. Oh, wo gerade mal hier sind. Hier, vielleicht hilft das weiter. Ich weiß nicht, ob mir eine Maroon wäre hier so viel weiter hilft. Gib ich mal rüber, ein Pokémon, es wacht sofort wieder auf, wenn es von einem Gegner in den Schlaf gelullt wurde. Und jetzt noch ein kleiner Tipp. Der Ornithon von September City kämpft mit Pokémon vom Typ Normal. Wenn du im Kampf gegen rücksteigst. Achso, mit Kampf-Pokémon. Ja, haben wir nicht. Ich wollte mal heilen. Also, die nächste ist ja eigentlich normal. Normal denkt man sich eigentlich immer, ja, ist nicht wirklich der beste Typ. Aber die kämpfen mit diesen Normal-Pokémon gar nicht so schlecht. Also, die Normal-Arenen sind eigentlich gut, wenn man jetzt kein Pokémon vom Typ Kampf und eine Kampfattacke dabei hat. Ist man da echt an manchen Stellen angeschissen. Zum Beispiel, ich erinnere mich jetzt an das Miltank von Bianca, was ganz schön aushält. Wo ist der Stoff? Ach nein, die ist gut. Hallo, du Trainer von der Schaf, trainierst du deine Pokémon auch fleißig? Hier ein kleines Geschenk für dich. Wir erhalten nämlich hier den TM-Zertrümmerer. Weil Zertrümmerer ist ja in Silzun keine VM mehr, sondern eine TM. Was ich sehr mag, weil ja, man braucht ja an einigen Stellen in früheren Generationen sehr. Weil es hat eine Stärke von 40. Das ist nicht so die Hammer, aber es ist halt vom Typ Kampf. Und Typ Kampf ist halt jetzt eine Arena, eine normale Arena vom Vorteil. Deswegen bringen wir die mal einem Pokémon bei. Ich glaube, er hat einen besseren Angriffswert. Für. Oh, mein Energiekurfuß. Ich kann auf meine Volltreffer-Garantie verzichten. Gut, mit dieser Attacke erhöht sich zwar die Volltrefferquote um. Ja, also von, glaube ich, von 8,2. Ne, von 8, wie war das nochmal? 8,6 auf 12,5%. Wenn du noch ein Kramux hast, was noch die Attacke, nee, die Fähigkeit Glückspilz hat. Nee, warte mal, es war eine Stufe geringer, dann wird der auf 12,5 und wenn du jetzt auch noch zum Beispiel eine Attacke wie Nachthieb mit einer hohen Volltrefferquote einsetzt, hast du eine Chance von 25%, dass die Attacke eine Volltreffer errangt. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und hier treten wir wieder ins Gras. Zu einem Schallquapp. Schallquapp entwickelt sich zu Membrana, einem Wasserboden-Pokémon. Also es gibt ja, glaube ich, ja gut, es gibt Sumpex mit Dingsterbumster, es gibt Elsa und Schmerbe. Es gibt Morlord. Und es gibt halt noch Membrana, die vom Typ Wasser, Boden, somit die Elektro-Effektivität aufheben. Aber ich mag das irgendwie nicht so. Ich meine, es kann. Ich hatte jetzt in meinem letzten Let's Play, hatte ich das schon mal
ein Pokémon vom Typ, stimmt, es gibt noch Charlidas und Gastrodon. Ich ganz vergessen, ich hab die letzten Pokémon Platin-Team drin. Ich hab das ganz vergessen. Und nochmal ein Azure. Ein Azure. Ne? Ganz alt, ein Azure hier oder je. Ne? Musst du aufpassen, wenn du das Niki einfach anbrennst. An Kugel. Limited. Wollen wir wechseln. Ne, ich komme mal wieder aus dem Insekten-Slang irgendwie nicht runter. Weil. Großteil der Bevölkerung kann mit Sächsisch nichts anfangen, ich auch nicht. Und jetzt auch der ganzen rein. Wachstum. Ich glaube, mit Wachstum, ändert sich die Größe des Pokémons nicht. Glaube ich zu vermuten. Genau so, glaube zu vermuten. Ist ja fast wie ihm auf dem Zeugnis. Er hat sich bemüht, konsequent. Denn er hat sich bemüht, den angeforderten zu. Ja, er hat sich bemüht, die Aufgabenstellung zu folgen. Das heißt 5. Ne, 4. Nee, es war 5, glaube ich. Oder 6. Ja, ist halt die Formelei bei Aufgabenstellung. Aber das ist jetzt nicht mehr der Sinn dieser Sache. Der Sinn dieser Sache ist das Ende dieses Parts. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, das Video zu bewerten. Gebt einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis dann. Bis zum nächsten Part. Ciao, tschüss und bis dann. Wiederhole mich zum Beispiel wieder, aber egal. Tschüss.